Okay, willkommen zur Session, wo wir jetzt endlich mal unseren Charakter erstellen. Yay. Gleich vorab, es gibt zwei Arten, Charaktere zu erstellen. Natürlich auf die gute, althergebrachte Art und Weise. Man nimmt sich das Buch zur Hand und würfelt alles selber zu Hause aus und gibt es dann seinem Spielleiter. Spricht überhaupt nichts gegen. Es gibt sogar im Internet eine coole Seite, wo ihr euren Charakter erstellen könnt. Das ist die Seite dollhouse.org. Die verlinke ich euch unten mal. Da könnt ihr auch Pulp-Charaktere erstellen, normale Era-Charaktere, alles vorhanden. Und die andere Variante, wenn ihr es in Foundry erstellen wollt, ist natürlich, es über Foundry zu tun, mit einigen Tipps und Tricks, die ich euch heute mal zeigen möchte. Trifft sich nämlich ganz gut, da ein neuer Charakter zur Gruppe hinzustoßen wird in der nächsten Session. Und wir können das ja einfach mal hier an dem simulieren. Genau. Was muss ich also als erstes machen? Wir gehen zuerst in die Companion tatsächlich. Die sind hier hinten, da wo das Buch ist, das kennen wir ja schon. Und da gibt es ein paar Examples. Uns interessieren jetzt die Examples unter Items. Diese hier, Item Examples. Da klicken wir mal drauf, dann öffnet sich das hier. Das sind so ein paar vorgefertigte Sachen von Havelock, die wir hier nutzen können. Was brauchen wir hiervon? Einmal das 1920 Setup Example. Das importieren wir uns einmal. Ihr seht, das ist dann im Reiter Items hier untergebracht. Und das ist unser Default Setup für den 1920 Charakter. Wir bearbeiten den am besten jetzt schon mal und machen dann später mit den anderen weiter. Die Sache ist, der hat jetzt zwar schon alle Skills drin, die der Charakter am Ende haben wird, aber das sind wieder die Skills ohne Bilder. Die wollen wir ja nicht. Wir haben ja extra einen ganzen Ordner angelegt mit Skills voll mit Bildern, die wir im Endeffekt auch auf unseren Charakteren haben wollen. Deswegen fange ich ja einfach mal an, klicke mich wild durch und lösche diese ganzen Einträge hier aus diesem Example raus, bis da nichts mehr drin ist unter den Common Skills. Dann gehe ich hier in unseren eigenen Skill-Ordner. Ihr erinnert euch. Nimm den einfach per Drag and Drop und zieh den da rein und voilà. Da sind die ganzen Skills und vertraut mir, die haben jetzt auch Bilder. Ja, hier seht ihr, dass da auch schon die Würfelwürfe drin sind, die man für die Charaktererstellung braucht am Ende. Der würfelt die dann also automatisch aus, wenn wir das gleich reinziehen. Da verändern wir jetzt mal eben nichts dran. Dann kann man hier einstellen, welcher Flavor es ist. Wir haben Pulp Cthulhu in dem Fall. In eurem Fall könnt ihr auch 1920 lassen, je nachdem. Da lassen wir auch alles so, wie es ist. Außer ihr wollt jetzt hier schon irgendwelche Sachen eintragen. Ach nee, das sind die Section-Namen, genau. Falls ihr noch eine neue Section hinten in eurer Biografie haben wollt, könnt ihr da hier so eine Section hinzufügen und was weiß ich, da reinschreiben. Description lassen wir alles so. Ihr seht, hier ist jetzt Pulp aufgetaucht. Und dann testen wir doch mal. Wir erstellen jetzt unseren Helden. Gehen dazu hier auf den Helden oder den Actor ins Actor Directory. Und dann machen wir mal hier Create Actor. Und der gute Herr wird Charles Dickens, nicht Dickens, nicht zu verwechseln, heißen. Den packen wir direkt in den richtigen Folder, der da wäre Ermittler und erstellen ihn. So, das ist er. Nichts drauf zu sehen, noch nichts passiert. Wir geben ihm mal kurz das Bild, was ich hier schon vorbereitet habe. Voilà. Damit wir nicht diesen Mystery Man angucken müssen. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr hier das Schloss löst. Also wenn das nicht zu sehen ist, dann kann es sein, dass der Bogen hier zu klein gezogen ist. Deswegen zählt ihr mal groß und klickt einfach drauf und macht es auf. Damit ist der Bogen jetzt zu bearbeiten. So, jetzt gehen wir hier oben wieder in die Items und minimieren das mal und haben jetzt hier unser Item-Example, was wir gerade bearbeitet haben. Das ziehen wir einfach hier rein und dann fragt er uns, ob wir hier schon einen festen Value eintragen wollen oder ob wir einfach alles auswürfeln wollen. Wir würfeln einfach mal, würde ich sagen. Ja, das wäre jetzt hier das Ergebnis. Durchschnittlich würde ich sagen. Hat ein paar gute, so sieht ziemlich gut aus. Das ist die eine Variante. Oder wie gesagt, wir tragen es per Hand ein. Ich habe schon mal den Bogen von dem Charakter hier, deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal per Hand.
Damit wir schon die richtigen Werte für ihn haben. Das war jetzt nur zur Ansicht. 80, Size haben wir 60, Dexterity haben wir 90. Puh. Da hat aber jemand gut gewürfelt. Intelligence 75, Power 50, Education auch 50 und Luck war ja, glaube ich, da steht's. Ich glaube, er ist bei 50. Luck, ja, können wir so lassen. Okay, dann validaten wir das mal. Hier seht ihr, der berechnet uns schon die Charakterpunkte, die wir dann verteilen können. Und jetzt zieht er die hier alle rein und ihr seht, jetzt haben die auch Bilder. Hier fragt er jetzt immer, wenn so Sachen kommen wie Art and Craft, da habe ich ja in meinen Skills drin stehen gehabt, dass da Art and Craft in Klammern Any sein kann. Wenn man da jetzt noch einen speziellen erwähnen möchte, kann man den hier eintragen und gleichzeitig seinen Base Value eintragen, aber ich mache da mal jetzt nichts rein, dann bleibt hier dieses Any halt stehen. Das passiert auch nochmal bei der Language und bei Pilot soll das gleich nochmal passieren. Hier, hier. Und auch nochmal bei Science und Survival. So, jetzt haben wir es aber. Da sind sie alle, die Fähigkeiten. Genau, damit haben wir den ersten Schritt schon mal getan. Und jetzt ist es bei Pulp ja so, dass man eine Occupation hat und auch ein Archetyp. Und die erstellen wir uns jetzt auch nochmal. Da gibt es auch wieder hier hinten im Compendium die entsprechenden Item-Examples. Da ziehen wir uns einmal den Archetypen oder importieren uns den Archetypen. Nennen wir eben noch zu. Und das Occupation Example. So. Fangen wir mal, weiß nicht, ich glaube mit dem Archetypen fangen wir mal an. Das war jetzt hier in seinem Fall, glaube ich, Cold-Blooded. Ich schaue gerade nochmal, genau. Cold-Blooded. Okay. So sieht das Example aus. Wir benennen es direkt mal um in Cold-Blooded. Und gucken dann mal rein. So, Cold-Blooded hat als Core-Charakteristik Intelligenz. Das machen wir dann mal hier weg. Intelligenz bleibt stehen. Da steht auch, man kann 100 Bonuspunkte verteilen in einige Skills, die ich gleich einfüge. Hier sind schon mal die 100 Bonuspunkte. Man kriegt zwei Pulp-Talente. Wobei eins aber hardened sein muss. Das machen wir gleich. Und hier kann man dann, ja, Suggested Occupations, das kopiere ich jetzt einfach gerade mal aus dem Pulp-Regelwerk als Text und haue es einfach mal da rein, damit es hier vollständig ist. Genau, dann steht das da drin. Da gibt es auch Suggested Traits. Spielerhinweise. Ist bei Cold-Blooded irgendwie offensichtlich, was da so drin steht. Genau. Und der Dice Roll, den lassen wir auch so. Genau. So. Skills. Die sind jetzt natürlich falsch und die haben auch wieder alle keine Bilder, deswegen raus damit. Common Skills hat der Cold-Blooded Archetyp. Schauen wir mal hier rein. Wir gehen direkt wieder in den Skills-Ordner und müssen das jetzt alles halt da reinziehen. Acting, der hat Disguise. Dann hat er Fighting Any. Ich habe jetzt keinen Oberbegriff Fighting Any. Ich habe schon direkt die ganzen Spezialisierungen, deswegen ziehe ich die jetzt alle mal hier rein. Na gut, Chainsaw werden wir, glaube ich, nicht brauchen. Flail auch nicht unbedingt. Garotte gab es aber schon. Speer bestimmt. Schwert. Row. Whip. Dann wird er wahrscheinlich auch Firearms haben, genau. Kommt die Handgun, die Heavy Weapons. Den lassen wir mal raus. Firearm Machine Gun. Rifle Shotgun. Submachine Gun. Okay. First Aid und History. Beides rein. Intimidate. Law. Listen, das sind doch schon einige. Soweit, so.
Mechanical Repair, Psychology. Ja. Stealth, Survival. Junge. Und Track. Damit haben wir das durch. Das ist jetzt übrigens hier neu. Da kann man als Spielleiter irgendwelche Notes einfügen, die die Spieler nicht sehen. Was eigentlich hier GM-Notes jetzt ersetzt. Also das Modul braucht ihr gar nicht mehr. Nur so als kleiner Tipp nebenbei. Okay. Genau. Dann ist das eigentlich fertig. Man kann den ganzen natürlich jetzt noch so ein Bild suchen. Spare ich mir jetzt mal eben. Kann man immer noch später machen. Und dann können wir das dem guten Herrn jetzt hereinziehen. Zack. Da hat er wahrscheinlich gerade die Skillpunkte gewürfelt. Jetzt seht ihr auch hier oben ist Cold-Blooded aufgetaucht. Wunderbar. Ihr seht, die sind alle noch irgendwie auf den Fünferwerten, aber da kommen wir dann später zu. Jetzt geht's noch darum, dass wir die Occupation erstellen. Und in seinem Fall war das ein Hitman, den ich mir hier gerade mal suche. Da ist er, auch aus dem Pulp-Regelwerk. Genau, da hatten wir uns ja gerade schon das Occupation-Example reingezogen. Das bearbeiten wir jetzt auch mal dementsprechend. Das ist ein Hitman oder Hitwoman. So. Dann gehen wir mal wieder in die Details. So, das ist ein Pulp-Ding. Das ist nicht Klassik. Der hat als vorwiegende Occupation Skill Points Quelle Education. Deswegen lasse ich das hier so angekreuzt. Und die Skillpunkte werden da mal 2 genommen. Deswegen bleibt hier eine 2 drin stehen. Kein irgendwie, weiß nicht, mal 2 oder so. Das wird einen Fehler geben. Auch kein x2, einfach nur 2. Und dann hat er immer so Sekundäre, die man stattdessen auch nehmen könnte. Das ist in dem Fall jetzt Dex oder Stärke. Da macht man dann einfach hier ein Optional hinter. Darf den Multiplayer nicht vergessen. Auch 2. Dann haben die immer ein Credit Rating von 30 bis 60. Das steht alles im Buch. Das denke ich mir jetzt nicht gerade aus. Genau. Dann sind wir auf der Seite fertig. Eine Description. Ja, da kann man jetzt hier zum Beispiel seine Kontakte noch reinschreiben. Es gibt hier übrigens auch ein paar Formatierungsmöglichkeiten. Zum Beispiel das jetzt hier als Heading mach. Bisschen groß vielleicht. Kann auch Heading 2 draus machen. So. Dann sieht das auch schöner aus. Genau. Skills. Müssen wir alles hier wieder raushauen. Bei Hitman ist es jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, weil der tatsächlich nur ein paar Common Skills hat. Es gibt aber auch einige Klassen, ich zeige das mal hier ganz kurz, wo zum Beispiel hier, wo man sich aussuchen kann, Psychology und dann any one other skill as personal or error speciality. Das kann man dann hier unten als additional skill reinmachen. Dann gibt es halt manchmal so Skill Groups, die man sich aussuchen kann, das wäre dann, müsste man hier reinpacken. Beispiel kann man 2 aus denen sich aussuchen oder 1 aus den beiden. Hat der Hitman aber alles gar nicht. Deswegen löschen wir das mal hier raus. Genau. Ist nichts mehr drin. Common Skills machen wir auch mal leer. Die machen wir jetzt nochmal von vorne. Und zwar hat er, es doppelt sich alles ein wenig. Disguise. Hier unter Commons reinziehen. Electrical Repair, das ist neu tatsächlich. Dann kommen wieder die ganzen Fighting-Sachen. Ne, die Chainsaw, ne, den wollen wir auch nicht. So, machen wir da weiter. Sword, Throw, Whip. Ich glaube, ich habe Brawl vergessen. Natürlich hier rein. Dann hat er auch wieder Firearms. Also Handgun, Heavy Weapons, Machine Gun, Rifle Shotgun und Submachine Gun. Das weiß er alles. Dann Locksmith hatten wir, glaube ich, auch schon. Mechanical Repair hatten wir auch schon. Einige Doppelungen hier drin. Aber dann ist er auf jeden Fall in den Sachen sehr spezialisiert. Mechanical Repair. Stealth. Ganz unten. Dann noch Psychologie. Ja. Das gab's auch schon. Naja, egal.
dann hier vergessen, nicht vergessen, die 1 rauszunehmen, weil er kriegt keine Additional mehr dazu. Dann kann man hier noch schreiben, das ist aus dem Pulp-Regelwerk. Kann der sich auch noch ein Bildchen aussuchen, aber das spare ich mir mal jetzt. Und dann ist man hier auch schon durch. Und dann kann man wieder hier jetzt mal seinen Charakter wieder aufmachen. Zack. Und dann jetzt das Ganze reinziehen. Hitman, Hitwoman. Bitte sehr. Jetzt seht ihr hier, er könnte jetzt mehr Punkte generieren, wenn er Dexterity nehmen würde. Machen wir mal in dem Fall. So. Weil da kriegt er nämlich mehr raus. Weil er 90 da drin hat. Genau. Und dann ist er fertig. Also fast. Denn eine Sache fehlt noch. Wir müssen ja noch die Punkte verteilen, die wir uns gerade hier alle reingegeben haben. Dazu müssen wir in den Leveling Editor, sage ich jetzt mal, reingehen. Der ist hier unter diesem Tentakel-Symbol. Das ist die Spielleiter-Area. Die sieht kein Spieler, die sehe nur ich als Spielleiter. Und dann hier Character Creation Mode anmachen. Der ist gerade disabled. Wenn wir den anmachen, sehen wir, dass hier direkt die Anzeige kommt, was hier schon alles verteilt ist und was nicht. Wenn wir jetzt hier unter Development gehen, sehen wir, wo wir jetzt hier drin rumskillen können. Und das zweite ist, glaube ich, immer von der Occupation. Ne, da steht sogar. Das ist der Archetyp und das ist, wenn man da die Occupation drin hat. Und je nachdem, in welchem Feld man halt schreibt, verbraucht man entweder Punkte vom Archetyp oder aus dem personellen Vorrat. Ihr seht doch, das ist hier zum Beispiel da ausgegraut, weil ich das nicht von meinem Archetyp bekommen habe. Aber Acting ist von meinem Archetyp. Da könnte ich jetzt also Punkte verteilen. Ich mache das mal kurz. 10. Dann seht ihr, werden hier schon 10 von den 100 weggenommen für Acting. Und so kann man das halt durchexerzieren. Pulp-Talente bekommt er auch 2. Die haben wir ja auch schon mal letztes Mal hergestellt. Und er bekommt ja auf jeden Fall Hardened. Das kann man ihn auch einfach reinziehen. Da seht ihr auch, das ist schon 1 von 2. Und das taucht ja hier in dem Extra-Reiter auf. Kann man aber nichts mitmachen. Ja, und dann würde man einfach hingehen, das Ganze hier durchskillen. Und wenn er fertig ist, macht ihr hier wieder diesen Modus weg. Dann verschwindet das. Punkte sind da und der Charakter ist bespielbar. Ja, das wär's für heute. Im nächsten Video kann ich, glaube ich, mal zeigen, wie man eigentlich diesen Bogen so aussehen lässt, weil das ist ja nicht der Standardbogen, den man da bekommt. Der sieht ein bisschen seltsamer aus. Man kann da aber tatsächlich auch die Schrift von den Skills und alles customizen und das zeige ich euch einfach beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis bald.